Ja, und damit herzlich willkommen bei Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Hier in diesem Spiel werden wir, anders als in Herr der Ringe 1, uns eher um Elben und Zwerge kümmern, als um, ja, die Menschen. Die Menschen haben ihren eigenen Krieg schon geschlagen in Schlacht um Mittelerde 1. Hier werden wir gegen oder für die Elben kämpfen. Und die Zwerge natürlich. Werden wir alles gleich erfahren. Ich denke, wir starten einfach mal die Kampagne. Und zwar wieder auf Mittel, wie immer. Und los geht's. Wir spielen natürlich erst gut. Das Ende des dritten Zeitalters. Mittelerde steht am Rande des Abgrunds. Die freien Völker kämpfen gegen Sauron, den Herrn der Ringe, dessen riesige Armeen kriegsbereit sind. In dieser dunklen Stunde kommen die Anführer der Elben, Zwerge und Menschen im Rat von Elrond zusammen, um über den nächsten Schritt zu beraten. Während die Gemeinschaft des Rings nach Süden aufbricht, um den Ursprung von Saurons Macht zu vernichten, bereiten sich die restlichen Heerführer auf die drohende Invasion der nördlichen Länder vor. Elben und Zwerge ziehen zum ersten Mal seit Menschengedenken vereint in die Schlacht gegen den gemeinsamen Feind. Jawohl, und los geht's gleich.
Bisschen dann natürlich kurz den Ladebildschirm abwarten, das kann ein bisschen dauern, ist noch mein alter Rechner. Ich hoffe mal, dass das mit der Aufnahme so halbwegs klappt, weil wie gesagt, eine Festplatte hat mir geschreddert. Ich mache das jetzt alles über einer. Es ist immer günstiger, wenn du zwei Festplatten hast und über die aufnimmst. Deswegen ist die Auflösung jetzt momentan auch ein bisschen niedriger, damit ja Fraps nicht so viel zu speichern hat, während es gleichzeitig laden muss und so. Ich hoffe mal, das funktioniert. Wenn nicht, naja, dann weiß ich auch nicht. Bruchtal ist ein geheimer Zufluchtsort und eine Festung der Elben. Bis jetzt blieb die alte Stadt von den Wirren des Krieges verschont. Bis jetzt. Ja, und wir sehen schon... Glorfindel muss zu Elronds Haus gehen und den Herrn vor der Bedrohung durch die nahenden Orks warnen. Gut, dann machen wir das mal. Wir sehen schon, es ist etwas anders als normal. Zum Angriff! Weil, wie gesagt... Oh, hier können wir noch schnell heilen. Heilen nehmen wir aus. Was haben wir hier? Bringt Glorfindel und seine Elben nach Bruchtal. Okay. Versorgt die Wunden unserer Soldaten. Ja, genau. So, lassen wir die mal ein bisschen metzeln hier. Orks? Das kann nicht sein. Sie haben sich noch nie bis nach Bruchtal gewagt. So, eine Sauerei. Wo kommen die denn her? Da. Elben, zum Angriff! Eine weitere Einheit Elben. Oder zwei. Das sieht man gar nicht. So, alle dicht. Zwei. Das Böse ist über das Land gekommen. Hab ich jetzt zumindest. Gut, hier gehen wir mal weiter. Ein Malorenbaum. Die Dinger sind für die Rohstoffproduktion zuständig. Leider hat er den vernichtet. Wir müssen ihn standhalten. Ähnlich wie die Gehöfte bei Schlacht um Mittelerde bei den Menschen. Beziehungsweise auch bei Schlacht um Mittelerde 2, wenn er das Let's Battle guckt. Die Malorenbäume sind hier für uns quasi die Gehöfte. Zumindest bei den Elben. Die Zwerge haben dann Minen. Ui, Level 2 haben wir mit Glorfindel schon geschafft. Da kommen die nächsten. Oje, hier ist ganz schön was los. Macht sie platt, Leute, macht sie platt. Nicht so dumm in der Gegend rumstehen. Meint aber wunderbar, wenn ich. Nicht weiterbar. Seid leise. Bevor ich da reinmarschiere, will ich erstmal gucken, ob hier irgendwas ist, vielleicht. Entschuldigung. Ja, auch nicht nur mein Computer ein bisschen krank, sondern ich auch. Tut mir leid. Oh, da ist noch ein paar. Dann los, Abmarsch. Ja, die Punkte sammeln, ja, scheint ganz schön schnell, muss man sagen. So, hopp. Noch ist alles relativ einfach. Alle mal auf die 1 genommen. Wir müssen die anderen warnen, damit sie gewappnet sind. Ich will noch gucken, ob hier, weil hier war ich noch nicht. Mal gucken. Übrigens, was ihr seht, momentan ist die Karte auch relativ klein. Die hört hier quasi auf. Wenn ihr das Let's Battle gesehen habt, da ist ja auch quasi in den ersten Folgen schon die Schlacht um Bruchtal. Da geht das ja hinten weiter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das gleich freigeschaltet wird. Kann durchaus sein. Ich zeige euch den oder ob das so bleibt. Werden wir sehen. Wir müssen aufbrechen. Ne, hier ist nichts mehr, also gehen wir mal. So. Wir dürfen nicht vor das Tor. Das dürfte dann, denke ich, reichen. Gucken wir mal. Kommen sie? Hallo? Lahmärsche. Da sagt man immer, Elben sind schnell. Aber ansonsten schöne Karte. Guckt euch mal hier den schönen Wasserfall an. Drüben. Findet Elrond und warnt ihn vor einem bevorstehenden Angriff der Orks. Einverstanden. Geht auf leisen Sohlen. So, kann ich das Tor direkt zumachen? Nee, leider nicht. Sonst hätte ich das direkt gemacht. Hier. Ich werde euch führen. Du bist eigentlich der warnen muss, Glorfindel. Geh mal hin. So, Ziel hat sich ja...
aktualisiert. Warum seid ihr schon wieder zurück, Herr Elf? Die Orks haben die Berge verlassen. Sie marschieren aus Süden hierher. Die Schweine. Tag naht. Bruchtal hat den Dienern der Dunkelheit stets getrotzt. Seine Unverletzlichkeit muss gewahrt werden. Orks, überlasst diese dreckigen Halunken. Mio. Mir. Siehste, wollte ich doch. Bildet in den Kasernen der Elben mehr Krieger aus, um die Orks zurückzuwerfen. Haben wir Kasernen? Jetzt erstmal geht jetzt das Tor. Nee, geht. Doch, jetzt geht's. Zack. Tor zu. Hier, Kaserne. Ah. Gebäude eure Krieger aus. Gut, machen wir ein paar Krieger. Hier haben wir noch eine Kaserne. Oh, Gleuden muss Stufe 2 aufsteigen. Wir müssen uns sammeln. Elrond vermutlich auch. Nee, nur. Bildet in eurer Kaserne ein Bataillon Lorienkrieger aus, das ist nur Bonus. Komische Bonusmissionen. Sowas. Hm. So, damit die auch alle am selben Ort stehen. Klack, klack. Hier, wie gesagt, die Malorenbäume für die Rohstoffproduktion. Hier sehen wir es schon. Wir sind hier auch nicht mehr an einen. Oh, oh. Der Feind rückt vor! Ja, dann greifen wir mal an. Wir sind hier auch nicht mehr, das wollte ich sagen, an einen festen Bauplatz gebunden, also an solche Stützpunkte, sondern können quasi frei auf der Karte dann mit Baumeistern bauen. Nur für den Fall, dass ihr das Let's Battle noch nicht gesehen habt. Aber, oh, Gloin hat es schon fast geschafft. Gloin hat es geschafft. Naja, das geht ja relativ schnell hier. Mal gucken, was haben wir hier noch? Elbengaben, Helden verursachen plus 50% Schaden, das ist nicht schlecht. Mach mal erstmal die Gaben hier. Der Elbengabenzauber mehrt die Angriffskraft unserer Helden. Wir werden die Ochs. Jawohl. Wir können nicht noch mehr Einheiten befehligen. Oh, was hat der denn? Zwergenschlag? Weitsicht. Halt, im Westen stehen einige Bogenschützen aus. Oha. Guck her, da bauen sie auf. Bogenschützen! Ich mag Bogenschützen. Kommt mal her, Bogenschützen. Kann jetzt leider nichts zusätzlich bauen, wie es aussieht. Nein. Hier kann ich auch nichts bauen. Die vorrückenden Orks gesehen und war hier benachrichtigt. Nun kommen sie, um uns beizustehen. Oh, das ist fein. Ich mag Adler. Den mag ich weniger, das ist... Ja... Ich würde es mal als ja, Artilleriewaffe von denen bezeichnen. Mistviecher. Oh, da kommt die nächste Angriffswelle. Mögen unsere Waffen siegen. Ihr endet ihre Bosheit. Dammig, das wird. Erstmal das Teil hier. Erstmal das Teil. Bis hierher und nicht weiter. Das Böse ist über das Land gekommen. So, Elrond, ja, hau den drauf. Oh, die Kaserne hat erwischt. Zu spät ist. Gesuchte Bestien. Sie attackieren unsere Rohstoffe. So, hier den dir. Nach dem Malorn werden wir da wohl verlieren. Naja. Vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht schaffen wir es noch. Was haben wir hier? Wieder 5. Das Grüne erstmal. So. Der Elbenwaldzauber erhöht den Rüstungswert aller Verbündeten und entzieht gleichzeitig Elben dem Auge des Feindes. So. Die Schlacht hat begonnen. Sie sind durchgebrochen. Genau. Machen wir mal den Elbenwaldzauber wieder. Den kennen wir ja noch aus Mittelerde 1. Also Schlacht und Mittelerde 1. Teilen logischerweise auch die Elbengaben. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, ich bleib mal hier stehen. Ich bin mit den Lanzenträgern zurückgekehrt. Macht euch bereit, Elben. In ah. Arwen. Wir haben ein Orklager westlich von hier zerstört. Am anderen Ufer des Flusses lagern noch mehr Orks. Sauerei. So, verteidigt Bruchtal ist schon mal abgeschlossen. Wir sollten dann quasi... Da kommen sie. Da kommen sie. Toll. Jetzt, wo ich hier stehen bleibe. Wir dürfen nicht wanken.
So, hier hin. Ihr Elben. Der Mut ist mit uns. Geht auf die 2. Wir dürfen nicht Sagt mal her. Da stört Orca-Basis im, Orca-Basis im Süden. Hehe. So, gehen wir mal hier hin. Die werden noch dumm in der Gegend rumstehen. Das können sie ruhig machen. Wir machen mal das Tor aus. Die Gnade der Elben ist mit euch. Los, Armin, mach sie alle. Beeilt euch. So, das hier ist eine coole Fähigkeit. Wenn wir Stufe 4 sind. Ich hoffe mal, das wird relativ schnell gehen. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt jetzt. Oh, Goy hier. Hilfe ist unterwegs. Wir sehen den Feind. Recht ihre Macht. So. Sie verdienen keine Gnade. Wir machen erstmal hier weiter. Das Sägewerk ist platt. Macht ihrem hier Treiben haben wir ein Ende. Eine Orkhöhle, das heißt, da werden Orks gebaut. Erstmal das Ding hier. Wir müssen ihn standhalten. Arwen hat auf Zuge 2 geschafft. Hihi. Wir müssen sie verjagen. So, ich denke, das reicht fast, wenn wir das hier alles mit Arwen machen. Treibt sie hinaus. Oh, wir sehen schon hier, hier müssen wir zweimal draufhauen bei denen, wir sonst sind die nicht richtig zerstört. Du wirst mich nicht aufhalten. Bam, 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 einfach durch. Ja, die hatten scheinbar vergiftete Pfeile oder Rüstung oder was das auch immer. Zieht euch zurück! Der Feind kommt über uns! Nicht, dass das Ding wieder aufgebaut wird. Das Auge ist auf Bruchteil gerichtet. Fürchtet sie nicht! Ja, machen wir auch ein bisschen Heilung hier. Zack. Treibt sie hinaus! So, aber es hat schon die 4 geschafft. Jetzt hat sie Flut. Juhu. Ging ja schnell. Ich glaube, da haben wir ab. Verdammt, abhauen. Ihr macht mal den hier fertig. Du den. So. Wir müssen hinausreiten und die Orks aus dem Tal jagen. Ja, das mache ich ja jetzt. Kommt mit. Nicht zögern. So, die Adler sollten die 2 Bergrichten dabei kommen. Jawohl. Dann hier diese Kluft, glaube ich, heißt das Teil, wo die Bergrichten drinnen sind, muss auch weg. Die Schlacht hat begonnen. Unser Volk ist in Gefahr. Wo wollten ihr hin, ihr Typen? Bruchtal darf nicht fallen. So, gut. Schnell. Wir müssen hinausreiten und die Orks aus dem Solange sie da abgelenkt sind, gehen wir mal mit unserer Infanterie vor. Haben wir ja genug Infanterie. Ah, die Adler sind gut dabei. Die schaffen das. Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. So. Uns bleibt nicht mehr viel Ihr könnt euch erstmal ein bisschen hochheilen, würde ich meinen. Unser Volk ist in Gefahr. Schade, ich wollte gleich mal die Fähigkeit von Arwen ausprobieren, aber naja, was soll's. Naja, gut, ich würde sagen, den finalen Angriff machen wir in der nächsten Folge. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaut dann auch weiter rein. Bis denn. Tschüss.